Wir befinden uns inmitten der Rauminstallation Grapheme des Künstlers Robert Seidel, der uns ein wunderbares Entree zu den alten Meistern präsentiert. Wie in einem Zeittunnel bündelt er all die Themen, die wir in unseren Themenräumen bei den alten Meistern vorfinden. Diese Themenräume ermöglichen es uns, quer durch die Jahrhunderte hin Themen zu behandeln, die wir bis in die Moderne hinein führen können. Das hier ist der Kirchensaal des Museums in Wiesbaden. Er wurde extra vom Architekten Theodor Fischer 1915 für die Aufnahme dieser religiösen Kunstwerke geschaffen. Ziel war es, diesen Kunstwerken etwas von ihrer ehemaligen sakralen Aura zurückzugeben und sie in die Sphäre des musealen Kontexts zu überführen. Höhepunkt dieses Raumes ist das Kruzifix aus Walsdorf aus dem ausgehenden 12. Jahrhundert. In diesem zweiten, der religiösen Kunst gewidmeten Raum im Museum Wiesbaden befinden sich herausragende Werke des 15. bis 18. Jahrhunderts. Es sind zum Teil großformatige, monumentale Bildwerke, die sich hauptsächlich mit dem Leben Christi und Maria beschäftigen. Ein wunderbares Beispiel für ein solch mariologisches Thema befindet sich unmittelbar vor uns. Es handelt sich um eines der prominentesten Werke hier im Museum Wiesbaden, das dem Meister der Wiesbadener Heimsuchung zugeschrieben worden ist. Das war ein Notname, weil man in der Forschung nicht wusste, um welchen Künstler es sich handelt. Und jetzt vor kurzem konnte dieses Rätsel gelöst werden. Es handelt sich um Alberto Piazza da Lodi. Es war Teil eines großen Altargemäldes, das sich ehemals in der Kirche San Giacomo in Savona befand. Hier im Porträtraum liegt der Fokus auf herausragende Bildwerke der italienischen Renaissance bis zum Barock. Und unser Spitzenwerk ist tatsächlich Giulia Gonzaga, gemalt vom damals wohl mit bekanntesten Porträtisten in seiner Zeit, Sebastiano del Piombo. Wir wissen dank dem Künstlerbiografen Vasari sehr genau über die Entstehung des Bildes Bescheid. Und einer der wirklich bemerkenswertesten Qualitäten dieses Bildes besteht in seinem Trägermaterial. Es ist nicht auf Leinwand gemalt, sondern auf eine Schieferplatte, eine schwere, richtige schwere Schieferplatte. Worauf Sebastiano anspielen möchte, ist eine antike Technik, die er ganz bewusst im Sinne der Renaissance wieder zum Leben erweckt hat und uns damit seine technische Meisterschaft präsentieren möchte. Besonders gut aufgestellt sind die alten Meister im Bereich der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts. Hier im Raum des goldenen Zeitalters vereinen wir Stillleben, Landschaften, Porträts und Genrebilder von herausragender Qualität. Wir haben berühmte Namen hier, Joost de Momper, Roland Savary, aber auch Gerrit von Honthorst. Gerrit von Honthorst, 1591 geboren, zählt zu den sogenannten Utrechter Caravaggisten. Er hat sich nach Rom begeben, hat lange in Italien gelebt und stand ganz unter dem Einfluss von Caravaggio und dessen Hell-Dunkel-Malerei. Bei den Falschspielern, ein wirklich sehr wichtiges Bild hier im Museum Wiesbaden, kann man wunderbar nachvollziehen, wie er mit diesen indirekten Lichtquellen arbeitet, um Hell und Dunkel auf ganz magische Art entsprechend zu behandeln und auszuleuchten. Und diese Erfahrung, die er in Italien gemacht hat, mit dieser Auffassung von Hell- und Dunkelmalerei, die bringt er mit nach Utrecht zurück und wird dort also sehr, sehr berühmt werden und ein Garant sein für die moderne italienische Strömung in den Niederlanden. Mein Name ist Peter Forster. Ich bin hier im Museum Wiesbaden seit über 10 Jahren der Kustos für die alten Meister. Der Bereich der alten Meister umfasst eine Zeitspanne vom 14. bis ins 19. Jahrhundert und dank der Präsentation in Themenräume kann ich auch Altes und Neues miteinander in Verbindung bringen.